Leute, heute wird's außergewöhnlich, heute wird's extravagant, heute geht's um Festival-Outfits. Die Season ist schon gestartet, auf dem Festival geht's ab. Das Coachella-Festival war vor kurzem erst und eines der begehrtesten Festivals überhaupt ist bald auch wieder am Start. Und zwar das Tomorrowland, da wird wieder geraved, da wird gedanced und da ist alles möglich. Nichts muss, alles kann. Heute gibt's ein bisschen Inspo von mir für eure Festival-Looks. Wie immer verlinke ich euch selbstverständlich auch alle Outfits unten in der Box. Starten wir mit dem Festival-Dreiteiler. Wer kennt ihn nicht? Unten habe ich Shorts an, darüber ein Hemd und darüber eine Utility-Weste. In Kombination mit Air Force One und weißen Socken auf jeden Fall ein sehr entspanntes, gut ausgerüstetes Festival-Outfit, in dem man auch viel verstauen kann. Und um das Outfit nochmal richtig zu pimpen, darf die richtige Sonnenbrille natürlich nicht fehlen. Weiter geht's mit dem nächsten Outfit und zwar nenne ich das einfach mal Chill Rave Outfit. Sehr entspannt, auch unten mit Sneakern und passenden weißen Socken zu den Sneakern und eine kurze Hose und einen passenden Hoodie. Sehr entspannt, sehr gemütlich, eine Cap dazu und wie es auf keinem Festival fehlen darf, damit man gute Laune hat. Auch hier wieder die Sonnenbrille. Perfekt für ein Hip-Hop-Festival dieses Outfit, oder? Machen wir weiter mit meinem persönlichen Lieblingsoutfit. Da geht mir richtig einen ab, wenn ich das Outfit sehe. Unten Docs, dann eine richtig abgespacede kurze Hose, ein schwarzes Netzteil, ein Cape oben drüber, eine Kette und on top, was das Outfit einfach nochmal richtig abrundet, ist diese abgespacede Sonnenbrille. Die findet sich wieder mit den Farben in der kurzen Hose. Mega geiles Outfit, Leute, oder? Welches Outfit findet ihr am besten? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, was euer Favorite ist. Weiter geht's mit dem nächsten Outfit und zwar wieder hier ein entspannteres Outfit, was man auch perfekt zu einem Hip-Hop-Festival anziehen kann. Unten mit passenden Sneakern, einer Latzhose, mal was komplett anderes, ein Batik-T-Shirt und einer Brusttasche. Was ich bei solchen Outfits immer mega geil finde, gerade beim Festival, willst du halt immer irgendwelche Items verstauen, ob Handy, ob Kaugummis oder sonst was. Und da ist eine Brusttasche natürlich immer perfekt. Und auch hier, Leute, darf natürlich nicht fehlen, die gute Laune-Brille passend zu der Latzhose. Weiter geht's mit dem letzten Outfit für heute. Das macht einen so ein bisschen dizzy, wenn man sich das Muster vom Hemd anschaut. Ich trage hier ein seidenartiges Hemd, darüber eine Latzhose, passende weiße Sneaker und zwei Air Force One, die sich als beste Festival-Sneaker herausstellen. Grundsätzlich aber auch immer super zu kombinieren und eine Kette dazu. Und wie immer natürlich, Leute, die gute Laune-Brille. Und das sind nochmal alle Festival-Outfits für euch als Inspo im Überblick. So Leute, ich hoffe, ihr konntet euch ein wenig Inspiration aus dem Video herausziehen für eure Festival-Looks. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, wenn ihr auf Festivals geht, beim Raven. Denkt dran, gebt Vollgas und Attacke und viel Spaß beim Dancen.